Ja moin, ihr seht hier unser neues Zwille Klappziel Profi. Ein sehr robustes Target, besteht aus zwei Umklappzielen. Ich werde einmal jetzt nur kurz den Mechanismus zeigen. Ne, Kugel trifft Teller, Teller klappt um, bleibt arretiert. Kugel trifft zweiten Teller, erster Teller kommt hoch. Und jetzt kann ich immer so im Wechsel schießen. Quasi so ein Unendlich-Ziel. Ich habe das Ganze hier so konstruiert, dass ich die Bodenplatte auf dem Pappelholzbrett gebohrt habe oder geschraubt habe. Dann habe ich auf der Gegenseite von dem Pappelholzbrett ein Loch gebohrt für die Aufnahme des Boxenständers mit einem ganz normalen Forstnerbohrer, damit das Ganze nicht wackelt, wenn jetzt zum Beispiel die Kugel eine Kante trifft oder so, dass sich das nicht verdreht, kann man einfach mit einem Stück Taschentuch dazwischen fixieren, also zwischen dem Stab von dem Boxenständer und dem Pappelholzbrett, dem Loch, da steckt man einfach ein Taschentuch zwischen und dann fixiert man das, drückt das ein bisschen fest und dann hält das baumig. Hier vorne ist so ein Lederlappen vorgesetzt, der verhindert bei so Fehlschüssen, die zu tief liegen, dass da die Mechanik getroffen wird. Die Kugeln werden quasi nach unten abgeleitet. Das reduziert auch schon mal die Querschlägergefahr. Und in Summe hier einfach einen sicheren Fallfang zu haben, damit hier keine Kugel im Hintergrund irgendwie einschlägt und sonst wo landet, haben wir hier diesen Profi-Stopp genommen. Der fängt vom Armbrustbolzen bis hin zur Zählenkugel und Luftgewehrkugel alles sicher weg. Ja, und dann wollen wir gleich mal angucken, uns anschauen, wie das Ganze funktioniert mit einer 8 mm Stahlkugel. Und ja, jetzt gehe ich mal ein paar Meter zurück und probiere ich das mal aus. Ja, man konnte jetzt bei den Probeschüssen den Serien gut sehen. Das große Ziel, wenn das in Wallung kommt und getroffen wird, bleibt gerne arretiert hinten. Das kleinere Ziel muss schon sehr genau mittig getroffen werden mit einer 8 mm Kugel, damit die Energie ausreicht, dass das hinten einrastet. Hat auch kleine Schwächen. Aber je größer das Kaliber dann sein wird, wenn ich auf 9 mm, 10 mm gehe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass man wirklich so ein schönes Wechselspiel hat zwischen den Zielen. Ne? Ansonsten sind halt beide Ziele wieder oben und man kann trotzdem weiterschießen. Man kann hier auch beide Teller gleich groß wählen, entweder beide groß oder beide klein. Da individuell sich rantasten. Ich bin also ein bisschen besserer Zwillenbauer als Zwillenschütze. Ich habe jetzt hier aus 8 Metern geschossen. Wie ihr gesehen habt, geht auch mal ein und wieder einer vorbei. Muss mir auch erstmal wieder einrufen. Aber zum Demonstrieren hat das hier gereicht. Und ja, schaut euch das an. Das Ding macht Spaß, kann man hinstellen. Hat man eigentlich ein dauermotivierendes Ziel, das mit einem interagiert. Und ich finde es ganz nett und ist wirklich robust und einfach gebaut. Der Zusammenbau erklärt sich eigentlich selbst und ansonsten meldet euch, dann klären wir alles. Ne? Ja, dann viel Spaß beim Flinking.